Alright, which one is Drew's room? Ich habe keine Ahnung und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Life is Strange Before the Storm. Ich hoffe, das mit meinem Mikrofon ist jetzt besser. Windows hatte da wieder irgendwas verstellt, sodass ich teilweise echt abgehackt war. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Ich habe es auf jeden Fall lauter gestellt. Und wir gucken uns hier mal ganz in Ruhe um. Wir sollen ja Drews Zimmer finden. Oh, aber hier, guck mal, da haben wir, Warren Graham? Ist das Warren Warren? Ah. Müssen wir gleich auf jeden Fall mal schauen. Mich würde ja mal interessieren, wir haben ja in der Vorschau gesehen, da wie Chloe da in so einem Zimmer stand und da so an die Tür gehämmert wurde, ob das halt Frank gewesen wäre, wenn wir ihn nicht zurückbezahlt hätten. Could Elliot be lamer if he tried? Okay. Elliot Hampton's room. Wonder what he's up to right now. Können wir mal gucken gehen? Scheint ja nicht so viel abzugehen. Elliot does work really hard. I guess I'm happy for him. Das ist doch schön, wenn es bei ihm wenigstens gut läuft. Elliot's kind of preppy in his own way. Maybe he does belong at Blackwell. I knew Elliot did well in class, but I didn't realize he was here on a full ride. Okay. Oh, es ist doch schön, wenn ein komplettes Studium hat, Stipendium. I've never been able to get Elliot to play for me. I guess he's either really good or really bad. Was ist das denn? Ich kann es gar nicht sehen. Ach, Klarinette. Okay. Elliot's mom seems nice. Bla 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 bla. Ah, okay. Er scheint Probleme mit seinem Vater zu haben, scheinbar. Och, wie gemein. Wow. I remember this show. Crazy that Elliot would hold on to this picture after so long. Ja, total crazy, weil der auch überhaupt nicht auf dich steht oder sowas. Guess I'm not the only one who keeps a diary. Ach komm, wir gucken mal rein. That's not half bad. When she left the room, it was electric flashed wings taut with agony. Okay. Okay. Dark. Ich mach's hier mal für euch auf Deutsch an. Ich sehe sie im Ziegel und Mörtel, im frisch geschnittenen Gras, Augen blitzen auf wie Münzen. Der Fährmann kann sie nicht haben, sage ich doch. Die dunklen Götter. Okay. Nicht, dass Elliot halt sowas ist wie Kate aus Life is Strange und dass der sich. Und dass der sich noch was antut oder so. Der Moment, als die Sonne fast dort ist, die See, so umschmeichelnd und warm. Wenn konzentriertes Licht die tanzenden Wellen besänftigt, wenn. Formlose Kalte Unendlichkeit sich einer Ebene unterwirft und nur für einen Augenblick alles möglich. Alle sagen ja, mein Herz sagt ja, ihre Augen sagen ja. Oh. Elliot is way more artistic than I thought. Okay. Wait, are these about me? What the fuck, Elliot? Okay. You are about to die. Wir machen die mal lieber wieder zu, würde ich sagen. Schub. Blade schließen. Das fällt ja sonst doch ein bisschen auf, wenn wir die einfach so offen stehen lassen. Konnte man gerade den Mülleimer da angucken? Nee, ne? The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places. Why does that make me sad? Huh. Oster. It's been so long since Elliot and I actually went to a concert together. Ja, dann musst du mal wieder mit ihm dahin gehen, obwohl ihm das vielleicht auch falsche Hoffnungen macht, keine Ahnung. Okay, hier können wir scheinbar nichts mehr gucken, dann können wir hier auch wieder rausgehen. So, ich sehe schon, das wird jetzt bestimmt eine Folge, wo man sich doch halbwegs
umsehen wird. Hier sind die Bathrooms für die Männer. Da können wir nicht rein. Hier können wir nicht rein. Das können wir uns nicht angucken. Break a leg tonight. Okay, hier geht's auch nicht rein. Da ist nur ein Poster. Auch manchmal kann die Zimmer gar nicht stalken. I want to say that half the fun of weed is knowing it's illegal, but I think it'd be just as awesome over the counter. Okay. Feuer, so eine Alarmglocke, was hat man hier? That is really gross. I wonder what Max would think. Okay. Brain Decay by Nathan Prescott. Achso, ist das das Zimmer von Nathan? Okay. Nathan is such a creep, this is really gross. Orange, you glad I didn't say... Banana, okay. Nathan scheint halt echt nicht so beliebt zu sein, ja? Great season, Mondo. Good luck at stay at state. Okay. Dann wird das da wohl das Zimmer von Dingens sein, weil da können wir ja scheinbar wieder rein. Hier ist nix. Whiteboard. Yep. Definitely Drew's room. Great game, you're a beast. Need to talk to you, Zach. What do I do if Drew's here? Dann klopfst du halt erstmal. Scheint niemand da zu sein. Ich hab so Schiss. Good. Drew's not here. Okay. If I were Drew, where would I hide my money? In einer Kiste. Glaube ich nicht. Is the money in there? Oh. All right. Guess I have to crack a 4-digit code. A lot of numbers on here. Would Drew really use something like this for a lock combo? Dad's address, Acadia Bay. Acadia Bay Shelter for the Homeless 1212 ist das einzige vierstellige, ne? They look so happy. Sind das Geschwister, die beiden? Okay. Looks like Mikey's been staying here with Drew. Okay. Looks like Mikey's. Nein, ich will die Figuren angucken. Figuren. Mikey's figures. Playing that game yesterday was actually fun. Oh, da ist so viel. We might have failed to kill you, Durgeron, but something tells me Mikey's not through yet. Was für ein Formular? Plenty of possible combinations here. Okay, wir haben Due North. 3.4.1992. Oh Mann. Computer. Oh, Football Poster. Look at that. More numbers. 11, 20, 36. Ja gut, das wohl eher nicht, weil das ist da, aber dafür nur eine vierstellige sein. Ne? I didn't realize Drew was this good at sports. I bet he can't wait to get out of Arcadia Bay. Okay, das ist keine Brief. Holy shit, Drew. A college scholarship? No wonder you're so into football. Okay. Kalender. I wonder exactly how important 516 is to Drew. 516. Okay, vielleicht müssen wir das einfach mal probieren. Also 0... 5 und dann 10, weil die Amerikaner haben das Datum ja immer andersrum. Übernehmen. Verdammt. Wrong numbers. Und andersrum? Damn it. Wrong numbers. Was hatten wir denn hier? Die Notiz. A lot of numbers on here. 1212, ne? Really like this for a lock comp?
Wir mal schauen. Eins, zwei, eins, zwei. Damn it. Wrong numbers. Es darf nur vierstellig sein. 11, 20, 36. Ich gucke gerade, ob hier wieder irgendwie sowas voll Offensichtliches ist. Auf seinem Türschild stand aber auch nichts irgendwie, ne? Konnte man da noch irgendwie Haftnotiz? Achso, das konnte man. Auf dem Bild steht aber auch nichts. Nee. Kann man auch keine Schublade aufmachen oder so? Die Figuren? Ach, hier sein Formular. April 3rd, 1992. Vielleicht 4392. Ich versuch's mal. Also, April 3rd, 1992. Damn it. Andersrum, 3.4. Ah! Oder auch nicht. Oh Gott, jetzt passiert was. Wenn du raten müsstest, was ist Drew am wichtigsten? Komische Frage, weiß nicht. Mikey vermutlich. Cool, mal ganz ab vom Thema. Wann ist Mikeys Geburtstag? Noch lange nicht. 27.12. Ich schmeiße wahrscheinlich eine Party. Ich schicke dir die Infos. Danke. 27.12. Nein, ich wollte noch die SMS lesen, verdammt. Yes. This is kind of fun. Aww. Did little Drew beat you up too? Jackpot. I'm kind of good at this. Ich hab so Angst, ich hab so Angst. Okay, got the money. Time to bust out of here. Kurz noch die SMS lesen, die da kam. Oh, schon wieder eine Warnung hier für den Dingens. Neuigkeiten zum Feuer. Katy Bay Forstbehörde, bla 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 bla. Feuer in Kulmination National Park. Achso, Kulmination National Park. Oder Nationalpark, jetzt 50% unter Kontrolle, zusätzliche Straßendichtung, Details in örtlichen Medien. Ja, dann haben wir irgendwas, wir haben aber nichts irgendwie, glaube ich. Nee. Hey, Elamon. Chloe, what are you doing here? Ich suche Drew, nichts. Warum kann man nicht sagen, von wegen, ich wollte nach dir sehen oder sowas? I was looking for your brother, but he's not here, so. Why? Bro, we gotta go. What are you doing here? I was looking for you. Doesn't matter. Mikey, get your stuff, let's move. Drew. Relax. Slow down. Shit. You're making me think you're nervous about something. Wer ist das? Was ist los? Who the hell is that? No one. Stay in here and don't say anything, little brother. Whatever you do, don't open the door. You know what's going on? Damon, you shouldn't have come here. School's not the place for this. Really? Where is the place to collect my fucking money? Shit. I told you, I don't have it. Sales are down, man. Nobody wants to get high right now. But look, it's spring season. We just started two-a-days. Those are gonna kill us. I'll be able to sell all the oxy you've got. Drew, you owe me a grand. Where is it? I said I don't have it right now. I heard about your dad's job, by the way. Tough times. Yeah. Bet a grand would mean a lot to him right now. Where's my money, Drew?
I don't know what you expect me to do. I can't just make money appear out of thin air. I want my fucking money! You don't have to hit me, man. I'm good. Where is it? Please! Just give me 1 week. You're just going to lie there? I thought football players were supposed to be tough. Sorry to have to do this, kid. No one steals from me. No one. Fuck. Fuck. Damon, das Geld geben, bei Mikey bleiben. Oh nein! Ah! Wir wissen, sein Vater hat den Job verloren. Wir wissen, er wird da draußen gerade übelst verprügelt. Andererseits weiß Drew dann, dass wir ihn bestohlen haben, falls er das nicht sowieso gleich rausfindet. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt bei Mikey bleiben, kriegt Frank das Geld. Drew hat seine Schulden da schon mal abbezahlt. Aber er... Oh Gott. Okay, kurze Pro und Kontras beider Listen. Positiv daran, wenn wir Damon jetzt das Geld geben. Wir retten Drew wahrscheinlich den Arsch in diesem Moment. Drew könnte wissen, dass wir das Geld von ihm haben. Keine Ahnung. Aber wir werden die Schulden los. Kontra daran. Frank kriegt dann kein Geld. Frank könnte sauer auf uns sein. Wer weiß halt, wie nützlich Frank uns... Aber die Sache ist, wenn wir bei Mikey bleiben, vielleicht müssen wir ihm das Geld so oder so geben. Und das ist wieder nur so eine Entscheidung von wegen, mache ich es freiwillig oder müssen die Leute es aus mir rausprügeln? Ah, wer weiß halt, was passiert. Oh Mann, das ist so schwierig. Wir können ihm eigentlich das Geld nicht geben. Wir haben es von Drew geklaut. Wir wissen, dass sein Vater gerade gefeuert wurde. Auf der anderen Seite will er es ihm ja auch gar nicht geben. Vielleicht braucht er es ja für seinen Vater. Oh, das ist so schwierig, weil Drew möchte ihm das Geld jetzt in diesem Moment ja wirklich nicht geben. Erstens, weil er selber sagt, er hat es nicht und er hat es ja definitiv und lässt sich verprügeln. Das heißt... Auf der anderen Seite könnte man es dann wieder vorwerfen, dass wir Mobber sind. Och Mann! Ich bin geneigt, bei Mikey zu bleiben, weil Drew wollte von sich aus das Geld nicht rausrücken. Weil wenn wir es jetzt Damon geben, dann ist das Geld weg und weder Drew noch wir haben das. Wenn wir bei Mikey bleiben, weiß ich halt nicht, ob wir ihm das Geld nicht trotzdem geben. Im Zweifelsfall bezahlen wir Frank die Schulden von Drew, dann ist er die halt schon mal los und hat nur noch Schulden bei Damon oder ist Damon halt vielleicht derjenige, ist Damon derjenige, dem Frank das Geld sowieso geben will? Oh, ich glaube, wir bleiben bei Mikey. Oh Mann, das ist so schwer. Ah, komm. Let me go. No. Your brother said to stay inside. It'll be okay, Mikey. It'll be okay. Damn, you are one tough kid. Fuck you. Yeah? Well, what about this? Good luck running on that knee now. Oh nein. Bye bye football. Oh nein. Well, I'm done. Get my money. Or maybe it'll be your little brother I talk to next. Oh nein. Fuck. Drew! It's okay. I'm okay, little brother. Thank you, Chloe. Ihm das Geld geben, das Geld Oh Mann, willst du mich denn jetzt verarschen? Mann. Sorry, Frank. Here. It sounds like you could use this. You took this from my locker? Frank asked me to. I didn't know. I'm sorry, man. My dad. He needs this money. Way more than that asshole does.
Thanks. Drew, you need to get to the hospital. Don't tell anyone about this, okay? Yeah, no. No way. What are you going to do? About Damon? I don't know. One day at a time. I hear you. Ach, ist doch alles scheiße.